So, willkommen bei einer neuen Aufnahme. Und ich kann euch Level 37. Wir haben den Biker besiegt. Yeah! So, der letzte Part, der war leider, da hat man mich doppelt gehört. Sorry dafür, aber jetzt läuft alles wieder normal. So, hier sind noch ein paar Tränen, den haben wir noch jetzt. In Prasvalia City kann man TM kaufen. TVM besitzen allerdings nur wenige Personen. Ich besitze, Moment, wie viele haben wir eigentlich? Wir haben Zerschneider, wir haben Fliegen, Blitzhammer, Zerschneider, Blitz und Fliegen, also haben wir drei. Gut, Tauboga, kein Gegner für unser Pikachu. Jetzt kommt noch ein zweites starkes Vogel-Pokémon, ein Ibitak. Aber auch wieder kein Gegner für Pikachu, also. Und Pikachu hat bald Level 40. So, jetzt muss ich langsam das Level-Schema ein bisschen ausgleichen. Hat Pikachu jetzt 5 Level mehr als unsere anderen? Ja, hat. Gut. Naja, dann nehmen wir Glutexo jetzt einmal. Wo ist unsere Relaxo? Hä? Wir hatten auch eine Relaxo dabei, oder nicht? What the hell, wo ist Relaxo? Hä? Warum haben wir Evoli statt Relaxo dabei? Moment. Ich glaube, ich latsche mal zurück ins Fohlen und hole Relaxo. Hat sich unser Relaxo in ein Evoli verwandelt oder was? Oder haben wir überhaupt eins? Ich schaue schnell im Dex nach. Nicht, dass es irgendein Bug ist. Ja, wir haben eins. Also hab ich das vielleicht abgelegt? Ich habe keine Ahnung, wo es ist. So, zack, zack. Ich glaube, das pausiere ich bis gleich. So, dann schauen wir mal, ob es in der Box ist. Jetzt muss man Evoli ablegen. Oder kann es sein, dass wir... Ja, hier ist es. Ich glaube, ich habe das Stick da mit Relaxo abgelegt, weil, wegen den Zerschneiderbüschen da ab auf die Soße. Naja, okay, dann gehen wir wieder zu dem Ort, an dem wir waren. Bis gleich. Gut, und hier bin ich wieder. Wir haben hier oben noch nicht alle Trainer ausgeschalten. Oder... Ja, hier ist noch einer. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Zeig mir, was du hast für Pokémon. Taubsiader. Ah, ich hätte vielleicht noch heilen sollen. Ja, ich hätte mein Pokémon noch heilen sollen, wenn mir schon ein Pokémon Center war. Naja, egal. Taubsi ist jetzt gut. Was war jetzt? Ein Habitak? Naja, lassen wir Glutexo mal was machen. Wir brauchen irgendwann einen Glurak. Weil später brauchen wir auch noch Fliegen. So, Geowurf. Zieht dem Habitak 35 KP ab. Ach, jetzt vom Furienschlag. Naja, ist ja ganz so stark, also... Es sei denn, er trifft 5-mal, was ich glaube ich auch befürchte. Ja, es ist so. Scheiße, okay, dann eben Glut. Ist noch Step drauf. Und tschüss. Noch ein Taubsi, lass mal Glutexo ruhig draußen. Oh, One Hit Kill, ja, vollzeit, lass mal dann. Ibitak. Ja, Glutexo und Ibitak schaffst du auch noch. Glut. Gut. Glutexo benutzt jetzt gut. Achso, Spiegeltrick, ich denke mir gerade. Hab gerade nicht so richtig hingeschaut, was passiert ist. Naja. Oh Mann. Nerv mich nicht, bitte. Dreimal. Und tschüss. Ja, das reicht, die vielleicht auch einsetzen können, das wäre auch gar nicht so
dumm gewesen. Ja, jetzt haben wir einen Glurak. Sie war nicht stark genug. Und viel Text entwickelt sich. Begrüßt man als Glurak. Ja, ist eine neue Attacke? Nein. Okay, bringen wir Glurak Fliegen bei. Was? Oh Mann, haben wir aufgelegt, nehme ich an. Seufzt. Egal. Den haben wir noch nicht. Damit Pokémon stark Attacken lernen, muss man TM einsetzen. Das stimmt. Aber nicht jede TM ist gleich eine starke Attacke. Na, Taubsi? 28. Pikachus Donnerblitz hat keine AP mehr, deswegen muss ich wechseln. Nehme ich mal Relaxo, genau. In der Box verrottet. So, Erholung. Okay, jetzt hat sie wieder volle KP und das, jetzt kommt die Pogeflöte. Wo ist sie? Hier ist sie. Aha, dieses Taubsieg hat einen Flügelschlag, okay. Dann kommt jetzt ein Headbutt. Ein Headbutt. Okay. Dodo. Du, gell? Du willst jetzt ein Dodo einsetzen. Kopfnuss. Ja, die Kopfnuss. Bam. Und das Tauburger schafft Relaxo auch noch. Ja, Windstoß, Kopfnuss! Jetzt gibt's das auf die Nuss! Bam! Rot wie die Kugelfänger. Ah, mich kratzt gerade am rechten, am linken Ohr, so. Du warst gar nicht schlecht oder so, was weiß ich. Naja, hier noch ein Trainer. Hallöchen. Ich bin besiegt. Ich werde nach Hause fliegen. Okay. Na, Pikachu. Pikachu. Uiuiui. Ja. Ich wollte schon wieder zum Singen anfangen, das ist mir eingefallen. Singen verboten. Aber die Musik, die ist echt geil. Ich finde, das ist die beste Musik der Game Edition. Gut, ich glaube, wir haben hier alle Trainer. Hier ist noch einer. Hast du einem Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Nee, noch nicht, aber wir werden es gleich machen. Vielleicht noch sogar in diesem Part. Vogelfänger möchte kämpfen. Der 28 hat seinen Habitat. Dann kommt jetzt ein Ruckzucki. Geht der Ruckzuck. Aber ich glaube, ich muss mal Pikachu die Position wieder ändern. Und tschüss. Habitat, wir sehen uns irgendwann mal. Ich schaue jetzt mal nach, ob wir einen Aether dabei haben. Ja, einen Top-Aether haben wir. Donnerblitz, natürlich. Diese Attacke ist nicht sehr effektiv. Und Donnerblitz. Gut, was kommt jetzt? Bibitag, alles keine Gegner für Pikachu, also. Naja, was mache ich denn demnächst? Ich werde jetzt versuchen, Pokémon Gelb und Yu-Gi-Oh! Fertig zu machen. Ja, ich habe gesagt, Yu-Gi-Oh! Mache ich nach Pokémon Gelb weiter, aber dann habe ich es doch nicht gemacht, weil ihr das ja so sehr wollt. Ja, und jetzt mache ich die zwei fertig und danach werde ich mich um Call of Duty und Minecraft kümmern. Wir kommen öfter her, weil es hierher so unglaublich viel Platz gibt. Jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch gesprochen, ne? Egal. Biker möchte kämpfen. Ach ja, Pokémon Schwarz muss ich auch noch fertig machen.
Was heißt fertig? Ich muss noch richtig starten. Aber ich glaube, das. Ja, oder so. Ja, muss ich schauen. Vielleicht mache ich dann nochmal. Vielleicht bringe ich da noch schwarze Edition-Parts rein. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Okay, ich glaube, wir sollten unsere Pikachu schon mal heilen. Ja, aber erst wechseln wir und holen unser nicht entwickeltes Shilluck noch raus. Denn wir brauchen irgendwann mal einen Turtok. Nehmen wir Eisstrahl. Naja, so effektiv ist Eisstrahl nicht gerade, aber ich hoffe, dass es irgendwie einfriert. Naja, Schleimer hat auch viele KP. Ich versuch's mal in einer Step-Attacke. Vielleicht zieht es mehr ab. Ja, tut's. Ja, okay, Volltreffer. Okay, dann den Biss einmal noch. Und das war's. Kurz und schmerzlos. Hast du schon von dem legendären Pokémon gehört? No. Ja doch. Es sind Arctos, Zapdos, Lavados, Mew und Mewtwo. In dieser Generation. Forenta, mal ein anderes Pokémon. Und tschüss. Tun wir die Vogel stürzen. Punkt zurechtstürzen. So heißt es richtig. Warum habe ich verloren? Was weiß ich? Wahrscheinlich weil du nur Vogel-Pokémon hast, die mein Pikachu vielleicht killen kann. Okay, jetzt tauschen wir aber die Position mit Pikachu aus. So, unser Schlux muss mal auch was machen. Latschus zu trainieren ist leicht, aber Schlux ist ein bisschen schwieriger, deswegen kommt der Schlux als trainieren. Als Trainier-Pokémon dran. Los, los, lasst uns kämpfen, auf in den Kampf, los! Vogel. So, zeig mir jetzt deine Gift-Pokémon. Ja, Smogon 26. Machen wir mit einer Step-Attacke mal einen Angriff. Unser Schlöck braucht 4 Level zur Entwicklung. Oh, Volltreffer diesmal. Gut. Ja, ich habe Glück, dass es dann mit Smog angreift. Ich habe schon immer Schiss bei jeder Smog-Attacke, dass mein Pokémon vergiftet wird. Und noch ein Smogon. Lassen wir Schlöck mal draußen. Sollen wir auch ein bisschen kämpfen. Machen wir einen Eisstrahl. Na, die Attacke geht daneben, was? Wie das? Egal. Dieser Eisstrahl trifft diesmal. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften! Oh, gut. Okay, das Smogon hätten wir auch zur Hölle geschickt. 33, jetzt sind es noch 3 Level bis zur Entwicklung. Slimer. Naja. Biss. Ja, und zieht Netze viel ab. Ich sortiere mal kurz die Attacken. Moment, wie geht denn das hier? Genau. Also Eisstrahl kommt als erstes, dann Aquaknarre und der Biss und Brandschutz erstmal nie ein, okay. So ist gut. Scheiße. Ja, okay, bis es blockiert ist nicht schlimm, dann greift man mit Abgriffsnarre an. So. Wie viel EP braucht Schilder noch? Bis zu 34. Nicht mehr, ja, doch schon eine Menge noch, weil es gerade ein Level abbekommen hat. 2296, okay. Das ist noch eine Menge. Naja, Eisstrahl nochmal. Und Eisstrahl. Und tschüss. Oh, hau bloß ab. Ja, ich glaube, wir müssen diese Route noch schaffen. 15 Minuten haben wir noch. Ich kann es aber auch länger machen, den Part. Ich glaube, den mache ich sogar länger. Dann mache ich diese Route noch fertig und wir gehen auf das Run jetzt. Genau, Fuxania City, genau. Machen wir die Stadterkundung gleich, genau, das machen wir noch. Wir haben jetzt Zeit, ich kann ja
Videos bis zur Endlichkeit hochladen. Na scheiße. Ja, das Mob ist eingefroren, jetzt kommt eine Bissattacke. Okay. Ein Eisstrahl. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Chance, dass ein Pokémon eingefroren wird bei Eisstrahl, ist hier irgendwie viel höher, habe ich das Gefühl, als bei anderen Generationen. Vielleicht wollte man hier die Statusveränderungen mehr in den Vordergrund setzen. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Ja, spiel Gameboy. Schnapp den Gameboy. Ich kann mich die kämpfen und ersetzen. Ja, Slimer und Smogons haben die. Und vielleicht zwar Kampf-Pokémon haben sie, aber keine großen Gegner. Slimer benutzt Punz, der schöne Timer und das Schillock mal. Super Trank. Biss ist blockiert, na macht nichts, wir können immer noch mit Eisstrahl angreifen, das ist unser letzter Eisstrahl. Und Aquaknarre. So, Schillock erreicht Level 34. Das sind noch zwei Level. Und, Biss haben wir nicht mehr, okay, dann eben Aquaknarre. Ja, kein AP mehr, ist klar. Dann Aquaknarre nochmal. Aua, das ist das. Na gut, nicht so okay, das können wir dann jetzt mit Biss. Und tschüss. Walker sitzt morgen ein, ja, schön Biss und weg. Biss und weg. Biss und weg, sagte ich. So, jetzt haben wir es endlich. Oh, besiegt Biker. Du hast mich besiegt, oh Mann. Gut, wenn wir schon hier sind und der Schneider haben, benutzen wir den auch gleich. Der Schneider. Ist hier was? Nee, nur ein Gras mit Pokémon. Ich glaube, in der feuerroten Edition ist da eine Trainer. Nee, eine. Eine Frau, die heilt die bringt euch eine neue Attacke, glaube ich, bei oder so. Naja, jetzt sehen wir jetzt hier im Blutzug. Mal was anderes. Ich glaube, das fange ich. Na, schmeiß ich einfach meinen Ball. Na, scheiße, einen super Tank, super Ball meine ich. Was? Oh Mann! Wechsle ich einfach mal und hol dieser Floor raus. Damit können wir nämlich mit einer Pflanzenattacke angreifen, die nicht so effektiv sind. Na, so effektiv ist dafür die Konfusion-Attacke vom Blutzug. Ja, danke, ihr müsst reichen. Ja, ich glaube, ich habe zu viel zu untertrieben. Gut, naja. Haben wir noch einen Giftbruder drauf? Achso, ist Flugzeug ein Gift-Pokémon? Weiß ich gar nicht, oder? Können Käfer-Pokémon vielleicht nicht vergiften? Ich hab keine Ahnung. Naja, egal, Flugzeug gehört uns. Ach ja, die Legis werde ich jetzt übrigens auch fangen. Habe ich ja meinen anderen Pokémon-Let's-Plays nie gemacht, jetzt fange ich mal die Legis. Oh, japanische Büsche. Dieses Pokémon hatte ich in meiner roten Edition verwendet. Naja gut, wenn schon ein Pokémon ist, dann benutzen wir auch gleich dann trainieren wir auch gleichzeitig unsere Pokémon, indem wir sie besiegen. Ja, Verteidigung klingt schön für dich. Glut! Dann lernt Glurak eigentlich Flammenwurf. 38, glaube ich. Oder 42. Irgendso in diesem Levelbereich. Na, wisst ihr was? Fangen wir es einfach mal.
wenn wir schon dabei sind, ein paar Pokémon zu fangen, dann tun wir das auch gleich. Eieiei. Na, schmeißen wir einfach die Bälle. Hab es irgendwie Bock, Pokémon zu fangen. Die wir gar nicht brauchen. In Klammer, lol. Und ist hier vielleicht doch noch was? Nein, okay. Dann lass uns gut sein. Ach ja, unser Flurak schläft, ja, deswegen kommen wir jetzt mal die Pokéflöte ein. Jetzt muss, glaube ich, aufgewacht sein. Nein, schläft immer noch, okay, hat keine Auswirkungen außerhalb. Schade eigentlich. Naja. Den haben wir schon. Hier ist, glaube ich, noch einer, jawohl. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns denn noch kämpfen. Vogelfänger. Und Eisstrahl. Ach, scheiße, ich hab vergessen. Eisstrahl, keine AP mehr. Boah, Schnabel. Das bohrt sich in ein Ohr. Ibitak. Relaxo mal. Relaxo sollte auch mal was machen, nicht immer nur in seinem Ball rumfaulenzen. Der Spiegeltrick war erfolglos. Ja, Ibitak ist das schnellere Pokémon. Das eindeutig das schnellere. Ich glaube sogar, dass Ibitak doppelt so viel Initiative hat wie Relaxo. Ich wusste, ich würde verlieren. Gut. Hier ist ein Busch. Zerschneiden wir den auch gleich? Jekka setzt den Zerschneider ein. Jetzt können wir hier die ganzen Träne überspringen und direkt nach Fuchsane City gehen. Dann können wir unsere Pokémon heilen und dann kommen wir wieder her und machen die letzten Trainer in dieser Route fertig. Waffen neu, wir kämpfen und sie setzt ein Pipi ein. Pipi! 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 Ja gut. Pi heißt im Englischen Pisse, aber wird mit P-E-E geschrieben. Ah ja ja. Ekle Samen machen wir mal in unserer Warte, gibt's glaube ich so Taktiken, habe ich im Poké-Wiki mal gesehen. Also wie gesagt, Flo ist darunter eine Taktik, die im Wi-Fi aufgewendet werden. Und zwar ist es genau die Taktik, die wir immer verwenden. Mit so möglichst vielen Status wecken, das ist Schwächen. Das hat irgendeinen speziellen Namen, ich weiß es aber nicht genau. Also falls ihr Wi-Fi-Zocker seid, ihr werdet das wahrscheinlich schon können. Ah. Fällt mir ein, warum setzt mir X-Treffer nicht ein? Okay, dann kommt jetzt X-Treffer. So. Setzt man gleich nochmal ein, um das wieder auszugleichen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt reicht's aber. Unser dieser Floor wird von einem Pipi besiegt, glaubt nicht. Einmal noch und dann greift er mit Giftpuder an. Oh, mein Bruno macht eine zufällige Attacke. Luftstrahl kommt drauf. Wir hatten Glück, dass es keine Feuerattacke mehr ist. Okay, dann jetzt kommt Giftpuder. Da wir X-Treffer verwendet haben, ist es eine Trefferquote. Trifft die Attacke. Ja, es kommt zusammen. Egal, selbst wenn unser Wiederflor schläft, wird immer noch geschwächt. Pokéflöte, Pokéflöte, ich glaube, ich habe sogar mal geswitcht, gewechselt, glaube ich. So, Pokéflöte setzen wir mal in die Spitze. So, und wir spielen sie gleich. Ach Mensch, Pipi.
mach mir gleich in die Hose, ey. Gut, dann eben nochmal. Von mir aus kann das den ganzen Tag so weitergehen. Du verlierst immer wieder KP, wenn du sowas machst. Ja, Duplex-Dieb, ich hab's kapiert. Klasse 5 mal, oh Mann. Okay, ja, jetzt kommt das noch dazu. Schmarotzer-Sacke, Regelsam. Und jetzt kommt das hier Blatt. Das war's wohl für ihr Pipi. Rot besiegt Pfadfinderin. Ich sagte tauschen! Gut, hier findet man die TM 23, schätze ich mal. Ist das Raserei? Ne, 20. Was da ist das? Die Attacke kann auch unser Glurak. Weiß ja nicht, was für eine Attacke ist. Und wir sind in Fuchsdaniel City. Und alles wird hautfarbig. Gut, gehen wir in Fuchsender. Ich glaube, die Fuchsane City-Erkundung mache ich im nächsten Part erst, weil es gibt da noch ein großes, eine große Sache zu machen. Zeigen wir erst einmal unsere Pokémon, dann gehen wir zurück in die Route, machen die letzten Trainer und dann beende ich diesen Part. Und dann geht es im nächsten Part wieder weiter. Komm jederzeit wieder vorbei! Oh. Ist die Musik von Azuria City, deswegen ist es so meine Lieblingsmusik. Und hier unten, hierhin geht, kann man sich den EP-Teiler holen, wenn man 50 verschiedene Pokémon gefangen hat. Die finde ich allerdings in dieser Generation eher unnötig, weil der EP-Teiler teilt die EP wirklich an alle Pokémon auf. In der Update 2 wurde so umgeändert, dass es nur ein Pokémon betrifft, dass ein Pokémon einen großen Teil von Erfahrungspunkten kriegt. Das finde ich allerdings auch besser. So. Die müssten Tangela, glaube ich, haben. Habe ich in Erinnerung. Das ist der Grund, warum ich Shilock Eisstrahl beigebracht habe. Gegen Pflanzen-Pokémon kann man das super agieren. Giftbude. Gut, haben wir irgendein Gift, Gegengift? Nein. So. Jetzt noch ein Myrapler. Ja, eingefroren, haben wir ein Glück. Jetzt bin ich wieder eingefroren. Wenn ich das in anderen Generationen mit Eisstrahl angreife, dann ist es nur selten, dass ein Pokémon eingefroren wird. Also hier ist es scheinbar doch so, dass die Pokémon viel leichter eingefroren werden. Ja, da kommt das Angela, wie ich es vorausgesagt habe. Schon wieder eingefroren, haben wir so ein Glück, ey. So, was, so, was, so, was. Naja. Und ein Level fehlt uns aus Shilock noch. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part sogar noch, dass sich zu Zotok weiterentwickelt. Ich war zu ungestüm! Ach, Gift schadet unser. Naja, ja, ist nicht so schlimm. Wenn ich zweifle, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Und so ist jetzt ein Vogel-Pokémon auch so. Das muss er ja machen. Los, Tauboga! Gegen unsere vergiftete Shilock, ja, ich will nicht so gern mit Shilock kämpfen, weil es außerhalb des Kampfes noch KP verliert. Deswegen kommt jetzt Pikachu mal dran. Wir müssen mal Relaxo öfters einsetzen. Und Donnerblitz. Und
und tschüss. Es gibt auch die Attacke Donnerwelle, ne? In Sponge, da sagt er auch manchmal die Attacke das sagt er manchmal so Donnerwelle. Ich glaube, der Sponge sagt auch gerne Pokémon. Gut, Dodo kommt jetzt da, ja, guck mal, relaxe wieder ran. Ist aber benachteiligt gegenüber Flug-Pokémon, weil Flug-Pokémon schneller sind als Relaxo, aber was soll's? Relaxo kann sehr viel Schaden aus- und einfallen. Gut, ja, Taubsi, warum entwickeln die nicht ihre Pokémon? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ihr drückt zu viel den B-Button. Oh, das ist tragisch. Ja, traurig, dass ihr eure Pokémon nicht entwickelt. Meine Pokémon erschaudern. Du musst wirklich sehr gut sein. Ah, Moment, mein Headset. Ach, damit juckt mir doch am linken Ohr. Moment. Das Headset, das drückt mir zu sehr im Ohr und deswegen. Oh, Dodri, das ist die Weiterentwicklung von Dodo. Ja, okay, Relaxo einfach mal. Mal schauen, dass das Dodri packt. Ich glaub's schon. Aber Relaxo ist nicht zu unterschätzen. Heule, heule, heule. Oh Mann, jetzt kommt das schon wieder. Er trifft zum Glück nur zweimal. Und Dodri ist kurz vorm Draufgehen. So, das war's. Relaxo, neues Level. Und ein Dodo. Hey du, du heißt Dodo. Du, hahaha. Jetzt mach ich euch noch Sprung und mach so schlechte Wortspielwitze. Ja, ja, Heuler. Ja, noch ein Dodo, ja, ja, wir haben jetzt schon 32 Minuten. Das wird ein extra lange Part. Rotbesieg Vogelfänger. Ich lag also richtig. Und hier sind noch zwei. Wunderbar, jetzt kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon für dich getauscht haben. Ja, wahrscheinlich zwei Carpadors gegen zwei Mewtwo's, haha. Ah, Glurak, komm mal, nee. Ah, Relaxo. Relaxo schafft es schon, außerdem bin ich mir... hab ich das Gefühl, dass es irgendwie mit... Ja, genau, mit Spornattacken eingreift und Erholung... Ach, scheiße, ich hab mich vertippt. Jeder vertippt sich doch mal. Na gut, dann Pokeflöte, ran ans Werk. Oh, oh, oh. Ach, scheiße, ich hätte Erholung. Ah, oh, ich habe mich verzählt. Mal wieder. Ich habe gerade nicht aufgepasst, richtig. Scheiße. Gut, okay, ich muss. Ich muss unser Relaxo heilen. Oder? Nee, ach komm, ich riskier's einfach mal. Jetzt. Ja, haben wir ein Glück. Heißt sogar die Paralyse, die Erholung. Viele wissen es nicht, aber Erholung heilt auch die Statuswerte. Und jetzt kann man es kombinieren mit unserer Pokeflöte. Die hier ist. Oh, Pokepuppe, fuck. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Und Relaxo hat hier volle KP und ihr müsst nicht mal einen Triumph einsetzen oder einen Hyperheiler. Deswegen finde ich Erholung so geil. Ah. Er ist sofort wieder aufgewacht, was der Hell. Okay, tschüss, Kugler.
Was, das war jetzt die erste? Oh mein Gott, ja. Komm mal, lass mal raus. Wir haben jetzt Zeit, Geht gut, macht nichts. Wir können Erholung immer wieder einsetzen. So, nachdem wir unser Schluck entwickelt haben, tue ich unsere Laxo trainieren. Denn die Liga-Pokémon haben 50er bis 60er. Wir haben gerade erst so Anfang 30er bis, ja, bis Mitte 30er. Das heißt, wir müssen auch alle unsere Pokémon 15 Level weiter trainieren. Ich glaube, da werde ich sogar einmal einen Part machen müssen, wo wir richtig trainieren müssen. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Schönheit, Alter, für Schönheit, haha. Ja, Bisasam. Wie viel EP braucht unser Schlag noch? 1700. Gut, da kommt wieder unser Fettsack. Oh, ich vergesse das ständig. Tut mir leid, Leute. Erholung. So, mit Dolax zu kämpfen dauert ein bisschen, aber ist egal. Und die Vogelflöte waltet deines Amtes. Naja, ist egal. Spielt wieder, er spielt auf, Schwächen dauern pro Runde. Aber ist nicht so schlimm, wir haben Relaxo. Es ist Relaxo, das Erholung kann. Also Erholung werde ich nie verlernen vom Relaxo. Das ist eine Attacke, die ganz klar beibehalten wird. So, und letztes Mal Kopfnuss. Oh, sie hat noch ein bisschen Knoss. Er macht nichts. Das schafft Relaxo nicht, weil es keine AP mehr hatten würde. Okay, dann heim ist einfach mal. Wir haben ja immer noch Top Äther. Ich lasse Relaxo noch schlafen, weil wenn wir Pokéflöte verwenden und dann den Top Äther, dann wird sofort wieder vergiftet. Dann müssen wir nochmal Erholung einsetzen und darauf habe ich keine Lust. Mein Äther, wo ist der Top Äther? Wo ist der Top Äther? Oh, wir haben noch ein Elixier, okay, dann kommt eben das Elixier dran. So, und jetzt ist die Stunde für die Profiflöte da und dran. Ja. So. Die Schwarz-Attacke schadet Relaxo, schön, schön. Ah, gut, dass die daneben geht. Ja. Das interessiert mich sowas schon gar nicht. Headbutt. 32 für Relaxo. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Wie Trainer sind es noch? Will das Pokémon, damit hätte ich rechnen müssen. Blutzuck. Ja, Blutzuck. Ich sage immer Blutzuck irgendwie. Blut. Sieht ja auch irgendwie aus wie ein Vampir mit diesen Zähnen, ne? Da denke ich sofort immer an Blut. Naja. Arschknall. Scheiße. Aquaknarre! Ownage! Ach, das sind noch zwei. Oh Mann, der Part dauert auch noch länger, als ich dachte. Oder haben wir die schon? Ja, die haben wir noch nicht. Du siehst Lammform aus, dann habe ich eine Chance! Das wird der längste Pokémon-Part, den ich je gemacht habe. Eisstrahl.
Eisstrahl. Immer mit Eisstrahl. Ich hab wohl kaum eine andere Brawl. Achso, und Schillock sammelt Erfahrungspunkte für seine Entwicklung. War mir klar, dass Kobold zuerst angreift, aber es hätte keinen Ultimativ einsetzen müssen. Volltreffer. Du bist ein Wolf im Schafspelz. So, die noch. Du bist ein gewisser Kerl. Ne, der längste Pokémon-Part, das war Feuerrot, ne, das war Feuerrot, ne, von mir. Dauert 6 Stunden, aber das war eigentlich kein Part, das war das ganze Let's Play. Eisstrahl. Naja, machen wir's so, ich mach's jetzt länger, weil, der letzte Part so scheiße von mir war. Sag mal so. Oh, Knuddelhof, wie süß! Knuddelhof, oh, wie süß, ich mag das gar nicht ohne. Na, dann machen wir Donnerblitz. Oh, Knuddelhof sieht so lustig aus. So, Donnerblitz. Und die sieht Schönheit. Und du siehst so süß aus. Echt, unser Schild hat Level Up, hab ich gar nicht bemerkt. Naja, okay. So möchte sein. Good Dog! Gut, wie viele Trainer sind es hier noch? Er hat ja nur so 2 Biker, dann haben wir's, okay. Gut, dann setz dich relaxed an erster Stelle, wollte ich ja noch machen. Da wir jetzt einen Tutak haben. Ich kann nur auf diese 2 Raudis. Hey Kleiner, lass uns kämpfen! Okay. Mr. Biker! Oh nein, er hat 5 Pokémon! Oh. Der Part dauert eine Dreiviertelstunde lang, glaube ich. Und ein Smogger nochmal. Ja, die werden alle Ohren hit mit Kopfnuss. Doch nicht. Naja, da jetzt braucht eine andere Attacke. Kopfnuss allein ist nicht sogar, das ist gelbe vom Ei. Ja, jetzt kommt die Weiterentwicklung. Ja, Tackle, wir müssen mal wieder Rundung einsetzen. Aber dieses Mobbern wird es noch schaffen. Etwa. Wenn es vergiftet wird, verwende ich Erholung. Ja, okay, Erholung muss jetzt eingesetzt werden. So. Und die Pokéflöte, wie soll es anders sein? Gut, dass ich mein Headset noch richtig gut aufgeladen habe, bevor ich angefangen habe, weiter zu drehen, weil ich muss mein Headset immer wieder aufladen, da es ja kabellos ist. Und das letzte ist ein Slimer. Haben wir noch einen Äther? Nee, leider nicht. Okay, wir müssen wechseln, weil Relaxo nicht mehr angreifen kann. Ja, Pikachu. Pikachu sollte jetzt langsam auch mal die 40 erreichen. Ruckzuck. Gut, jetzt ist es noch ein Trainer in dieser Route. Her mit deinen Moneten, wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Das tue ich auch eh bei jedem Trainer. Immer wenn ich verliere, verliert man nämlich Geld. Dass man den Trainer dann gibt. Er hat 3 Pokémon, ein Smogon darunter auch. Relaxo kann leider nichts mehr angreifen, deswegen muss ich wechseln zu Blurak. Und
sonst haben wir das Spiel eigentlich schon halb durch, würde ich sagen. Noch ein Slimer. Schlitzer. Vielleicht ist Schlitzer stärker als Glut. Weil ich befürchte, dass Glut einen hohen Angriffswert hat. Und Volltreffer auch noch. Wo dann das letzte Pokémon von dem nächsten Part ist ein Smogmog. So, das war's. Magmang ist jetzt auch tot. Und wir haben alle Tränen in dieser Route ausgeschaltet. Gut, dann gehe ich noch schnell zum Tor. Zum Tor, spreche mit dem Wetter. Arbeitest du an deinem Pokédex? Professor Eisgehilfe ist kürzlich hierher vorbeigekommen. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Part. Servus!